miteinander beim Tuesday Lunch. Heute machen wir ein Lammfilet, Folienherdöpfeli und orientalisch angekochte Zucchetti mit ein bisschen Pfefferminze. Heute grillieren wir mal auf Gas. Und zwar ganz einfach hier das Gas einstellen. Die Kohlenschale habe ich rausgenommen. Und jetzt kann ich hier einfach anzünden. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ohne Holzkohle. Für die Herdöpfel nehme ich zwei, weil sie so klein sind. Ein bisschen Butter auf die Alufolie. Dazu ein bisschen Thymian. Mit ein bisschen Salz noch. Und dann tun wir die schön zusammen einwickeln. So, dann tun wir die Folienherdöpfel hier unten schön in die V reinlegen. Schneiden wir hier in etwa 5 mm dicke Scheiben. Zwei Knoblauchzinken verpressen, damit wir es einfacher chillen können. Und die tun wir nachher ganz fein hacken für unser Sösel von der Zucchetti. Dann nehmen wir hier ein bisschen frische Pfefferminz. Das tun wir hier ebenfalls klein hacken. Jetzt kommt hier ein bisschen Öl dazu. Pfeffer, ein bisschen Salz. Und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch vermischen und können es dann über unsere fertig grillierten Zucchetti am Schluss drüber tun. Hier für die Herdöpfel haben wir hier auf die tiefe Stufe abgestellt. Wir haben es schon zwei, dreimal gedrüllt zwischendurch, damit sie auf allen Seiten gleich gar sind. Und ich tue jetzt hier auf dieser Seite die grosse Flamme stellen. Der Rost ganz runter. Und tue das Fleisch und Zucchetti anbraten. Das Lamm tun wir jetzt hier nur kurz scharf anbraten auf beiden Seiten. Nach 45 Grad drüllen, dass wir das Krossmüsterli haben. Und nachher lassen wir es ziehen, etwa noch 5 Minuten. Perfekt. So, und jetzt kommt das feine Söseli mit dem frischen Pfefferminz, den wir gerade über die heiße Zucchetti leeren. Schneiden wir mal das Lammfilet auf. Das obligatorische Chimichurri. Probieren wir mal, ob es so fein ist, wie es aussieht. Mmh. Auch wenn ich nicht der Grillchef wäre, hätte ich einen Applaus verdient. Probieren wir noch die Zucchetti mit dem Pfefferminz. Ganz speziell. Der Pfefferminz mit dem Knoblauch zusammen. Richtige spezielle, feine Geschmacksexplosion. Und unbedingt mal probieren. Und lasst uns wissen, wie ihr es findet.